Heute stelle ich euch eine Schokoladenrahmtorte vor. Ich trenne zuerst die Eier. Lage jetzt das Eiweiß zu einem festen Schnee. Das Eiweiß ist nun so festgeschlagen, dass es nicht mehr herausfallen kann. Jetzt wird die Butter schaumig gerührt. Dann kommen die Eier dazu, also die Dotter. Der Zucker und Zitronensaft, der Saft einer halben Zitrone. Und dann wird das noch einmal schaumig alles verrührt. Nun gebe ich das geschlagene Eiweiß darüber. Und das Mehl vermengt mit etwas Backpulver. Und hebe es unter die Eigelbmasse. Diese Eigelbmasse wird dann in eine befettete Form gefüllt. Glatt gestrichen. Und bei 180 Grad circa 25 Minuten gebacken, bis die Oberfläche goldgelb ist. Der Tortenboden ist jetzt fertig gebacken, goldgelb, und jetzt wird er noch warm mit Marmelade, mit Himbeermarmelade bestrichen. Nach dem vollkommenen Erkalten kann man ihn dann weiterverarbeiten. In einem weiteren Schritt wird nach dem Auskühlen die Schokolade in Würfel gebrochen. 500 Milliliter Vollrahm dazu. Drei Esslöffel Kakao. Und langsam auf dem Herd geschmolzen dann. In der Zwischenzeit kann ich den Tortenboden mit den Kirschen belegen. Nachdem sich dann die Schokolade auf dem Herd aufgelöst hat im Vollrahm und dem Kakao, habe ich hier eingeweichte Gelatine. Und diese wird dann gut ausgedrückt und in der warmen Schokolademasse aufgelöst, unter Rühren aufgelöst.
Das Ganze lasse ich nun im Wasserbad rasch abkühlen, im kalten Wasserbad. In der Zwischenzeit schlage ich die andere Hälfte des Vollrahms fest. Gebe ich ein paar Esslöffel Zucker dazu. Rühre den Kristallzucker unter. Nach dem Erkalten von der Schokolademasse wird der Schnee, wird der Schlagrahm darunter gehoben. Nun stelle ich das Ganze noch in den Kühlschrank und damit es ganz fest wird, diese Masse. Nachdem die Creme jetzt noch im Kühlschrank gestockt ist, streiche ich sie dann über die Kirschen darüber. Damit es eine bessere Form gibt, lege ich dann den gewaschenen Rand noch rundherum. Ich streiche es noch glatt und jetzt kommt es noch für mehrere Stunden, kommt der ganze Kuchen in den Kühlschrank. Wenn dann die Schokocreme auf dem Biskuitteig im Kühlschrank fest geworden ist nach einigen Stunden, dann bestreut man die Creme noch mit etwas Schokoladespäne. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und empfehle euch noch meine Quark-Sahnetorte.